Und seid damit wieder herzlich willkommen zurück hier bei Medieval Dynasty in einer neuen Folge, wo wir dringend ganz, ganz schnell Hütten bauen müssen, bevor uns die Dame aufs Dach steigt, auf das nicht vorhandene Dach oder vielleicht im schlimmsten Fall auf unser Dach, bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich nehme hier mal eine gute Fuhre mit 15. Können wir die tragen? Kriegen wir hin. Oh Gott. Guten Tag, ich bin hier mit 0,3 km/h unterwegs. Ich weiß auch noch gar nicht, wohin mit den Hütten, ehrlich gesagt. Boah, das ist mega lahm. Warte mal, ich leg doch noch mal ein bisschen was ab. Hier, X, ich leg mal 4 ab. Mit 11 sind wir immer ganz gut klargekommen. Wo machen wir die Häuser? Huch, die Häuser hin. Wo ist die Fackel? Hier ist die Fackel. Wo machen wir die Häuser hin? Ich würde die halt gerne eher hier wieder weiter ansiedeln, wo wir eh schon unsere Hütten und so haben. Vielleicht hier vorne. Hier sind nur Steine, die wir, glaube ich, auch nicht abbauen können. Da ist ein Pilz, der ist natürlich sehr wichtig. Können wir vielleicht hier? Geht das? Ich mache mal ganz mal das Gezuppel weg. So, nicht, dass uns das dann wieder, dass wir dann wieder nicht mehr sammeln können. Der Baumstumpf, der müsste eventuell noch weg. Aber gucken wir mal. Bauen. Häuser. Das etwas größer. Okay, das ist eine gute Ecke größer. Moment. Ich würde halt mega gern so eine Third Person. Ich hätte mega gern so eine Third Person Ansicht, ehrlich gesagt. Wo man so ein bisschen, naja, mehr sehen kann halt, ne? Oder wir machen es halt wirklich hier hin. Wenn das geht. Mal gucken. Ah, schwierig. Wo sind wir hier gerade? Es ist mega schwer zu erkennen, wo man gerade ist und wo man baut. Vielleicht hier? Geht das hier? Das sieht sehr schlecht aus. Was ist mit dem Haus? Warum macht der das so? Okay, ich glaube, hier unten haben wir eher schlechte Karten mit dem Haus. Hier oben sieht es auf jeden Fall besser aus. Gut, dann machen wir die halt, wie ursprünglich überlegt, hier hin. Ich möchte nur ungern den Weg da voll bauen. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt halbwegs gut treffe. Da ist der Stein. Okay. Machen wir die Hütte mal so hier hin. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Weg zerstört. Nope, der Weg ist da hinten, das ist sehr gut. Dann machen wir hier gerade nochmal, wo ist es? Straße. Hier ist der Weg, beziehungsweise der Wegknuppel. So. Dann ziehen wir den mal irgendwie hier drüben so lang. Man kann es ja auch wieder entfernen, ist ja nicht so, als ob das in Stein gemeißelt ist dann. So, dann ziehen wir den irgendwie wie so... so ran oder so, weiß ich auch nicht genau. Dann haben wir hier so einen größeren Wegding. Irgendwie, oh, wie auch immer ich es nennen soll. Ich bin ein bisschen doof, dass ich übrigens die riesige Hütte gleich baue, ne? Weil das dauert jetzt natürlich länger, die zu bauen. Das ist nicht so schlau. Ich hoffe, vielleicht kriegen wir ja doch zwei Familien unter, aber ich glaube nicht. Der hat noch 6%, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Toll. Was brauchen wir für einen neuen Hammer? Ein Rundholz, 10 Stöcker. Wir haben wieder noch. Großartig. Stöckchen brauchen wir eh, nehme ich mal mit. Haben wir noch Federn dabei? Nee, ne? Ich wollte bei den, wollte ja gucken, wo wir die Bäume gefällt hatten, ob da noch Federn sind. Jetzt habe ich das total vergessen. Mist. Okay, wir schauen hier erstmal. So, halt, hier ist noch Rundholz. Das nehmen wir gerade mal mit. Haben wir genügend? Ja. Dann machen wir schnell nochmal ein Hämmerchen hier. Und dann husch, husch. Ich gucke nochmal ganz kurz ins Management. Die braucht dringend eine Hütte. Ottilia. So, Entschuldigung, nee, wer ist denn das jetzt hier? Du, ich muss dir leider deine Hütte wegnehmen. Vorerst. Nein. Damit du erstmal wieder temporär ein Haus haben kannst. Ah, das ist also blöde, ne? Das ist so blöde. Wir hätten vorher eigentlich hier Häuser bauen sollen. Eigentlich bin ich blöde, aber naja, gut. So, Hämmerchen. Wie sieht's aus? Rundholz, Stock. Ja. Oh, okay. Gut, dann mal rauf. Wir brauchen definitiv mehr Stöcker, glaube ich. Mal die Fackel gerade weg, damit wir die hier nicht verbrauchen. Oder waren die Stöcke alle? Toll. Wir müssen auf jeden Fall nochmal Holz hacken gehen. Rundholz. Hier haben wir noch 6 Rundholz und keine Stöcker mehr. Wir haben keinen einzigen Stock mehr. Außer den natürlich in der Hose, aber mit dem können wir nicht bauen. Außer als Hammer natürlich. So, wo brauchen wir noch Rundholz? Hier, da, hier, da, da, dort, hier brauchen wir 2.
da noch ein. Und ich glaube, für oben brauchen wir auch noch überall Rundholz, ne? Ja, natürlich. Okay, gut, dann holen wir mal die Axt raus und gehen ein paar Bäume umlatzen. Jetzt hier drüben hin und ich hoffe, dass hier nicht irgendwo was lauert. Ich sehe nichts gerade übrigens. So, jetzt besser. Ich hätte wirklich erstmal die kleinen Häuser bauen sollen, oder? War, glaube ich, nicht die schlauste Entscheidung, da jetzt gleich so ein... Die Steinaxt ist kaputt. Natürlich ist die Steinaxt kaputt. 10 Stöcker, 2 Steine. Die Stöcker kriegen wir ja zum Glück relativ schnell gerade. Wir brauchen eh Stöcker. Hilft ja nichts. Da rennt was. Ich glaube, es ist wieder so ein altes Hoppelvieh. Hier ist so ein Reh. Okay, jetzt brauchen wir Steine. 2 Stück. Da ist angeblich einer gewesen. Ich habe ihn so nicht gesehen. Und einen zweiten noch. Du bist ein Pilz. Ein Berliner Pilzner. Und da ist der zweite Stein. Sehr schön. So, Axt. Und natürlich fehlt Feuerholz jetzt auch noch. Ach ja, natürlich fehlt Feuerholz. Wir haben ja auch, das ganze Holz aus dem Lager geholt. Natürlich fehlt das dann. Großartig. Naja gut, wir füllen das wieder auf. So, jetzt nehmen wir erstmal hier eine gute Runde Holz mit. Eieiei, das kann ja was werden hier, du. Das kann ja was werden. Ich glaube, den Baum hatten wir auch angehackt, ne? Ja. So. Was bist du denn jetzt hier? Ein Schräg-Ahorn. So. Du bist da. So, jetzt wird es schon wieder schwierig mit Tragen. Gehen wir erstmal. Das müsste ja eh gehighlightet sein jetzt, ja. Minogniev, der hat eine Quest für uns. Da müssen wir auch noch schauen. So, warte. Ups. So, und dann hier. Brauchen wir erstmal die Stöcker wieder rein. Damit wir die quasi schon mal loswerden. Wir gar nicht wissen, wie das mit dem Stroh aussieht. Das könnte echt knapp werden. So, hier sieht es auch schon sehr knapp aus. So, okay, dann machen wir hier oben noch. Huch. Oh. Da brauchen wir das. Aber wie soll ich jetzt da rankommen? Das war ja schlau. So, da kommt noch Rundholz rein. Da kommt noch Rundholz rein. Gut, gleich mal das Stroh. So. Holen wir schnell mal ein bisschen Stroh. Dann können wir das Dach schon mal fertig machen. Stöckchen brauchen wir auch noch. Eieiei. Hungrig und völlig ausgezehrt bauen wir hier an den Hütten, um unsere Leute glücklich zu machen. Unermüdlich, unermüdlich. So, rein da mit dem Stroh. So, toll, Ausdauer ist unten. Moment, können wir hier irgendwie was schnabulieren? Nichts, was uns was bringt. Das war Stroh fressen. Ich beiß einfach einmal in die Fackel rein. Das Stroh müsste zumindest für diese Hütte hier auf jeden Fall ausreichen, braucht aber merklich mehr. Ist ja auch größer. Junge, 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 ey. Ach guck mal, das Dach kann man auch bearbeiten, sehe ich gerade. Oh Gott. Hölzernes Dach. Ah, Dach mit hölzernen Ziegel. Ach so. Und bei den Wänden geht das? Ja, jetzt geht es nicht mehr, aber... Warte mal, kann man hier aufrüsten? 105 zerstören? Reparatur? Ja, brauchen wir ja nicht. Aufrüsten. Aufrüsten? Ich gehe mal hier zu so einem anderen. Strohdach, da geht das nicht mehr. Hier können wir Lehmbewurf. Ja, Lehmbewurf können wir halt noch nicht herstellen. Herunterstufen? Zerstören? Ja, nee, zerstören möchte ich nicht. Na gut, wir machen mal weiter. Aber gut, dass wir gerade mal gesehen haben. So... Also Stroh wird auf jeden Fall eng. Puh, okay, was brauchen wir hier noch? Stöckchen. Hier brauchen wir, glaube ich, nur noch Stöcker, ne? Okay, auf geht's. Stöcker suchen. Das Holz können wir auch gleich noch mitnehmen, da hinten. Da ist Stöckchen. Stöckchen.
Dann müssen wir... Warum ist die Fackel genau jetzt kaputt, Mann? Wir noch... Können wir... Ja, okay. Noch schnell mal eine Fackel. So. Okay. Stöckchen sammeln. War, glaube ich, gerade ein... Toll. Ein Fuchs. Habe ich da, glaube ich, gerade gehört. Klingt, die Füchse klingen hier so ein bisschen wie so eine kleine Hexe. So. So, Stöckchen, Stöckchen, Stöckchen. Liegt mein Hammer gerade... Nein. So, den Hammer gerade mal weg. Stein können wir auch mitnehmen. So. 16 Stöcke. Na, das reicht noch lange nicht, glaube ich. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Gibt es hier noch irgendwo so ein paar olle Stängel, die wir einsammeln können? Pilz? Nee, danke. Da ist ein Stängel. Da ist ein Stängel. Da ist ein Stängel. 22, das wird immer noch nicht reichen. Wenn wir wenigstens schon mal eine der beiden in der Hütte stopfen können, das würde ja schon mal reichen. So, hier sind noch Stöckchen, die rumliegen. Immer her damit, immer her damit. Ich habe in den Bäumen jetzt schon wieder nicht nach Federn geschaut. Ich vergesse das immer. Auch wenn ich mich später wieder dran erinnere, aber das hilft dann auch nicht, weil dann vergesse ich sowieso wieder. So, da liegt noch ein Stein, da liegt glaube ich noch ein Stein. Nehmen wir auch noch mit. Da sind noch Stöckchen. Hätte mal die Stöcker nicht verkaufen sollen, die wir da neulich hatten. Das war nicht so schlau. Hier ist noch ein Stein. So, hier sind Pilze und Stöcker. Die sehen immer noch aus wie Geweihe, ne? Wie so Hirschgeweihe. Die Dinger. Also die Stöcker hier. Manchmal ein bisschen gruselig so. Okay, da war glaube ich gerade noch ein Stein. Egal. Wir gehen erstmal reindrömeln. Vielleicht reicht das ja jetzt, was wir haben. Los, los. Puh. Okay, dann hauen wir mal drauf hier. Das müsste reichen, glaube ich. Ich hoffe es. Willst du mich verarschen? Der Hammer ist am... Hä? Der Hammer ist doch gar nicht im Arsch. Laberst du? Oder ist irgendwas anderes gerade kaputt? Jetzt ist der Hammer kaputt. Okay, und noch ein Hammer. Konnte man eigentlich einen Steinhammer bauen? Ich bin mir da gar nicht so sicher gerade. Würdest du bitte den Hammer nehmen? Danke. Ich gehe hier gerade mal rein. Die Stöcker werden nicht reichen. Oder? Ich sehe gerade nichts hier drin. Warte mal. Da oben ist... Da fehlt doch, glaube ich, noch was, ne? Ja, da fehlt noch was. Ein Rundholz haben wir zum Glück noch dabei. Es fehlen zwei Stöcker. Oh. Drei Stöcker. Oh, fertig. Okay, das erste Haus steht. Dann wollen wir hier gleich mal Management, Management, minus 50. So, willkommen in deiner neuen Heimat. Die können wir wahrscheinlich nicht beide da reinstecken, nehme ich an. Nein, natürlich nicht. Die feinen Damen. Okay, Holz. Holz ins Lager. Holz. Ich gehe schnell nochmal einen Baum umhacken. Komm ran hier. Wir brauchen Holz. Gib mir dein Ahorn. Und den Stein da nehme ich auch noch mit. Ah, sind Federn runtergefallen. Feder. Feder. Da sind noch mehr Federn. Okay. So, hier und da. Plopp, 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 plopp. Wir können ja auch direkt das Rundholz ins Lager schmeißen. Ich mache das gerade mal eben erstmal. Einfach damit wir Holz haben. Damit die Leute nicht meckern. Alles andere können wir dann noch machen. Aber ich will vermeiden, dass hier die Leute abhauen. Das wäre nicht so geil. So, hinein damit. So, dann haben wir das Problem schon mal behoben. Ja, sowieso nur noch dafür sorgen, dass die letzte Person auch noch eine Hütte bekommt. Und Alter, diese großen Hütten sind teuer. Die sind wirklich teuer. Sind aber schön groß. Also ich meine, vier Leute haben hier drin Platz. Du hast hier eine schöne Truhe. Wie viel passen da rein eigentlich? 50 natürlich. Kessel haben wir auch. Okay, zeig ich mal her. Heimatlos. Die ist auf minus 24. Minus 35, minus 50. Aber die werden sich jetzt erholen. Jetzt müssen wir uns nur noch um sie hier kümmern. Junge, 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 ey. Der nächste Tag bricht, glaube ich, schon wieder an. Und wir müssen immer noch Roggen pflanzen. Gut, dann gehen wir mal wieder in den Wald und klatschen ein paar Bäume. Wir müssen erstmal was essen, glaube ich.
Es wird dringend Zeit, dass wir irgendwas in den Magen kriegen. Dieser Stein hier mitten auf dem Weg, war der hier schon immer? Kommt mir so unbekannt gerade vor. So, das ist nicht das Nahrungslager. Apropos, wir können hier aber trotzdem mal reinschauen gerade. Da ist nix, okay. Hätte ja sein können. Ich glaube, der Jäger oder die Jägerin in diesem Fall legt die Sachen wahrscheinlich auch hier in dem Nahrungslager direkt ab, ne? Gebratenes Fleisch. Hier haben wir drei, die nehme ich mal gerade raus. Und ich nehme auch hier nochmal ein paar mit. Ich bin mal so frech und nehme mal 7, weil wir müssen dringend was verschnabulieren. Die Karotten müssen wir eigentlich auch echt mal loswerden. Genauso die Pilze und so. Die sind schon alle nicht mehr so lecker. So, einmal hier und die hier gönnen wir uns auch gleich komplett. So, weil wir schon echt Hunger hatten jetzt. Erstmal hier schön ordentlich Steaks reingeballert. Dann noch schnell was trinken. Die Fackel mache ich mal weg. Wird langsam hell. Und jetzt kommt bestimmt gleich ein Wildschwein. Erstaunlicherweise. Na, doch, doch, da drüben ist eins. Ich guck mal ganz kurz, was der Minogneff möchte. Minogneff. Sag mal an, Digga, was los? Kann ich dir bei etwas behilflich sein? Mit deiner geilen Beanie-Mütze. Ich habe meinen Bogen verloren. Oder vielleicht hat ihn jemand gestohlen. Ich bin mir nicht sicher. Macht nichts, das ist unwichtig. Ich brauche einen neuen. Kannst du bitte einen für mich herstellen? Okay, du willst bestimmt auch wieder einen langen Bogen haben, oder? Den wir nicht herstellen können. Natürlich möchte er einen langen Bogen haben. Ich möchte auch gerne einen langen Bogen haben. Das ist so gemein. Wann können wir denn einen langen Bogen herstellen eigentlich? Sag mal, Technologie? Das wird wahrscheinlich hier irgendwo sein, ne? Fischerhütte, Langbogen, hier, 500, da sind wir noch lange nicht. Da müssen wir noch ordentlich mehr Punkte sammeln. 500 kostet der! Alter! Da lande ich ja nur im Armenhaus hier. Aber das Bäumchen ist ganz schön schief. Haben wir den schon mal gefällt? Nee, ne? Nö, der ist einfach nur so schief, weil es ihm gefällt. Okay, dann gehen wir mal hier weiter Bäume drömeln. Ich nehme mal gerade mal ein paar mehr mit, weil wir brauchen. Wir haben sehr großen Need. An Holz. Eieiei, du. Eieiei, du. So, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir haben schon schlimmere Zeiten hinter uns. So, hier. Eins und zwei. Und... Wupp. Eins und zwei. Huch. So, vielen Dank, vielen Dank. Wir wiegen schon wieder zu viel. Hier, die Zweige nehme ich auch gerade noch mit. Die anderen beiden Holz lasse ich erstmal liegen, aber dich nehme ich mit. So. Jetzt schleichen wir uns wieder weiter. Und dann müssen wir direkt nochmal eine zweite Hütte bauen. Jetzt überlege ich, großes Haus oder kein großes Haus? Ich glaube, ich baue erstmal noch ein kleines, weil wegen ist günstiger gerade. Mache ich nicht gern, aber naja. Bauen, Häuser, kleines Haus. So, machen wir die hier so nebeneinander? Ja, aber. So, haben wir. Dann natürlich, wie immer, einen Weg. Leg doch mal die Axt hier gerade weg, Junge. So, machen wir hier so rüber. Hier so, hallo? Hier so. Ah, komm, den schließen wir einfach direkt da an den Weg. So. Das, ja, ja, das, komm, das reicht. Dann haben wir hier oben so einen Weg. Wie gesagt, hier wollte ich eigentlich so dorfplatzmäßig, aber ich glaube, das kann ich mir abschminken. Okay, so, dann hier. Rundholz, Stock. Ja, wir müssen eh Holz holen. Also gehen wir nochmal ein bisschen Holz holen. Da hinten liegen noch die beiden. Dann können wir den hier nochmal umklatschen gerade. Da kriegen wir auch immer noch ein bisschen Stöckchen raus. Ah, wieder eine Standfichte hier. Nee, nicht ganz. Und dich nehmen wir mit und dich nehmen wir mit. Wir müssen ja eigentlich hier bald mal wieder Pünktchen bekommen, ne? So viele Bäume wie hier gerade schon wieder umklatschen. So. Da haben wir nebenbei erstmal einen Wegerich mitgenommen. Der war auch sehr wichtig. Was ist das eigentlich für ein Mini-Baum hier, sag mal? Ahorn. Ich fäll den jetzt einfach mal. Das ist bestimmt ein nachgewachsener Baum, aber... Oh, Federn, Federn, Federn. Da waren Federn, da. Ich will wissen, wie viel Holz wir aus dem kriegen. Viel kann das ja nicht sein, ne? Das ist deutlich mehr als erwartet. Oh fuck, jetzt sind wir wieder langsam. Okay, wir machen es anders. Ich sammle den hier auch noch. Das war, glaube ich, alles.
Jetzt sind wir richtig urlangsam. Man sieht es kaum mehr. Aber wir bewegen uns noch. Ich setze meinen Fuß auf. Ziehe den anderen nach. Hebe ihn nach vorne. Und setze den anderen Fuß auf. Okay, dann lege ich erstmal wieder ein bisschen was vom Holz ab. Damit wir das halt stacken können. Also hingelegt stacken können. Wir haben das ganze Stroh dabei, das brauchen wir aber auch. Ich lege mal 5 Rundholz ab. So. Wir sind immer noch langsam. Und dann klöppeln wir hier erstmal ein bisschen am Haus rum. So, ich glaube, der Eingang braucht ja ein bisschen mehr, ne? Der braucht 2 Rundholz. So. Eieiei, du. Eieiei. Ich hoffe, die andere Person, die jetzt noch keine Hütte hat, haut nicht auf einmal ab. Das wäre echt nicht so geil. So, ich hier mal Holz holen. Wo waren das jetzt? Da. Holz? Huch, nein. Da. Puh, 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 puh. Puhbär. Können wir vielleicht andere bearbeiten? Strohdach? Brett? Mit hölzernen Ziegeln. Ich würde gerne mal so ein Haus... Ich würde das gerne mal ausprobieren. Vor allem sparen wir uns nämlich dann das Strohgedöns. Hölzernes Dach, ein einfaches Haus aus Baumstämmen. Es kann eine mittlere Haltbarkeit und Wärmespeicherung, die höchste Haltbarkeit und Wärme. Komm, wir probieren es einfach mal. Man müsste ja auch Dächer, bestehende Dächer abreißen können, ne? Steinwand, Holzwand, Flechtwand. Man müsste doch bestehende Sachen einreißen und dann verändern können eigentlich, oder? So, kleine Flechtwand. Ja, die Flechtwände lasse ich erstmal. Aber es kommt mir gerade zum Sinn, weil ich ja so am Gucken war, so, kann man nicht upgraden, bla bla. Aber, wenn man die Dinge einfach wegmacht, du kannst ja einzelne Parts entfernen, dann müsste das doch gehen, ne? Theoretisch, eigentlich. Dann können wir uns vielleicht doch das mit dem Lehmbewurf einfach sparen und machen halt einfach direkt andere Dächer. So, wir brauchen immer noch Holz. Beziehungsweise auch Stöckchen. Eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Wenn wir sichergestellt haben, dass die Leute alle, sag ich mal, ihre Heimat haben, dann können wir ihnen ihre Heimat auch wieder wegnehmen und umbauen. Da freuen sie sich bestimmt auch sehr. So, komm mal her hier. So viel Holzdingens brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Jetzt mach doch mal. Hallo? So, und? So. So, vielleicht reicht dieser eine Baum. Ich gucke aber nochmal hier nach solchen Gestängel hier. Nehmen wir das nochmal gerade mit. Da liegt noch ein Stöckchen rum. So, Bretter brauchen. Ach doch, stimmt, wir brauchen ja Bretter jetzt dann. War denn jetzt die Hütte? War das das hier? Nein. Da. Wenn wir Bretter brauchen, brauchen wir sowieso noch mehr Holz. Da, die sind noch quasi normal in Anführungsstrichen. Dann haben die als erstes ein krasses Dach hier. Das ist natürlich immens. So, und dafür brauchen wir dann Rundholz und Bretter. Das wird etwas teurer. Aber gut, ist okay, machen wir mal. Ich habe auch schon gelesen, dass es nicht unbedingt unsinnvoll ist, wenn man mehrere Holzfäller hat. Was ich voll und ganz verstehen kann, weil mehr Holz ist immer gut. So, ich warte erstmal kurz wieder wegen Ausdauer. Ausdauer. So, fort mit dir, mein Freund. So. Dann hier und zack. So, da machen wir dann formschöne Bretter draus. Da wiegen wir natürlich schon wieder zu viel. Weiß ich nicht, ich bringe die erstmal weg. Die bringe ich erstmal weg. Dann zwiebeln wir da schnell mal Bretter draus. Dann können wir die vielleicht sogar schon mal reindrömeln. Und direkt danach werden wir mal gucken, wie weit wir kommen. Da ist noch ein Pilz. Sehr lecker. Wo waren das jetzt hier? Ich beeile mich hier schon die ganze Zeit, weil... Minus 51. Ich weiß nicht, bis wo das gehen darf. Toll, jetzt haben wir wieder nur ein Brett gemacht. Ich weiß nicht, bis wo das gehen darf, bevor die uns den Arsch aufreißen. Ich habe keine Ahnung. So, erstmal einen Haufen Bretter machen hier. Das wird bei weitem nicht reichen, weil die Holzziegel ziemlich teuer sind. Da brauchen wir, glaube ich, 6 Baumstämme für ein so ein Ding, ne? Puh.
Wenn du das bei einem großen Haus machst, dann bist du echt lange beschäftigt. Es sei denn, du hast jemanden, der dir die Holzbretter die ganze Zeit macht. Dann musst du es natürlich nur reinballern. Aber wir müssten eigentlich sowieso mal ein bisschen Zeug wieder ablegen, weil wir total überladen sind mit Krempel. Gerade mal gucken, was haben wir denn hier alles? Den Bogen könnten wir ablegen, die Pfeile könnten wir ablegen. Wir könnten... Die Federn, die sind natürlich sehr kritisch. Die Steine sollten wir ablegen. Moment, die wiegen natürlich sehr viel, die wir zwischendurch so gesammelt haben. Die sollten wir auf jeden Fall ablegen. Und natürlich die Federn, ganz wichtig. Hier die Federn, die nehmen uns die ganze Grundlage. Stöcker brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Stroh brauchen wir gerade auch nicht mehr unbedingt. Aber ich mache erstmal weiter. Bevor wir uns jetzt hier wieder verfransen, ich mache erstmal weiter. Wir brauchen nochmal ein bisschen Rundholz. Sonst können wir... Nee, warte mal, brauchen wir nicht. Wir können es ja trotzdem schon mal reinhauen. Okay, wir haben genau 12. Wahnsinn. Ob das die beste Entscheidung war, ich weiß es nicht. Wir brauchen sehr viel Rundholz. Wo ist denn das restliche Holz? Ich weiß es nicht. Da vorne, da liegen Bäume. So, hier. Guck mal hier. Einmal. Na, zweimal. So, einsammeln. Hier, komm her. Alles, ja. Sonst hauen wir erstmal das Rundholz rein und quasi von dem, was dann übrig bleibt, jetzt hau doch mal drauf. Von dem, was übrig bleibt, ah, hab ich mir die Hand gebrochen. Da machen wir dann noch Bretter draus und drömeln die dann auch noch rein. Wie viel können wir noch mitnehmen? Nicht so viel. Machen wir trotzdem. So. Standfichte? Keine Standfichte. Nur eine sehr langsam fallende Fichte. So, komm mal ran hier. Einmal und zweimal. Vielen Dank. So, und noch den Brocken hier hinten. Und dann sind wir wieder ein bisschen langsamer, aber das kriegen wir schon hin. Ich greife schon mal zum Hämmerchen. Eieiei, du. Puh, ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis sie abhauen. Aber das macht mich echt fuchsig. Nein, nicht fuchsig, aber nervös, weil wir stecken echt viel Arbeit da rein, die Leute hierher zu kriegen. Und wenn die dann sagen, nö, ist scheiße, und dann gehen sie, das wäre halt echt so, näh. Okay, gucken wir mal, wie viele Bretter wir gerade herstellen können. Irgendwer müsste ja eigentlich Holz sammeln sein gerade. Theoretisch müssten wir ja noch Holz im Lager haben. Also abgesehen von dem, was wir da notdürftig reingeworfen haben, damit die Leute nicht meckern. Wegen Feuerholz. So, toll, ich habe schon wieder nur eins gemacht. Ich muss mir die Ref-Kombi merken. Hier, Ref, so. 6 Bretter, also 6 Mal. Das eine ziehe ich mal gerade ab. Damit würden wir auf jeden Fall schon mal 2 Dinger fertig kriegen. Das ist gut. Das ist gut, aber noch nicht ausreichend. Guck gleich mal, wie unser Tragelevel aussieht. Puh. Eigentlich müssten wir hier doch auch skillen, ne? Wir craften ja trotzdem gerade hier. Okay, so. Ich habe keine Ahnung. Wir haben jetzt 14 Bretter. Damit können wir zumindest wieder ein bisschen was fertig basteln hier. Wo ist denn die Hütte? Bist du die Hütte? Nein, du bist nicht die Hütte. Du bist die Hütte. So, da fehlt sogar noch was. Ach, rund. Ach, leck mich doch. Ein Rundholz fehlt. Toll, das war's schon. Großartig. Ich glaube, ich habe mich verzählt. Ich dachte, ich hatte irgendwie im Hinterkopf, 6 brauchen wir. Aber es sind ja gar nicht 6, es sind 12. So, gucken wir mal gerade. 4 Rundholz. Das verdorben. Ein organischer Brei. Ein Rückstand eines verdorbenen Lebensmittels. Eine Ressource für die Herstellung eines Düngermittels in der Scheune. Das finde ich sehr gut, ehrlich gesagt. Ich nehme hier mal eines von den Rundholzern gerade mit. Und haue das gerade mal ins Dach rein. Da, ah, Mann, diese Ausdauer, ne? Beeil dich, Mann. Wie sieht's denn aus? Minus 63. Pff. Ich schätze mal, bei spätestens minus 100 hauen die ab. So, hier. Ach, so, 86%. Wir brauchen noch 10 und hier nochmal 12, also 22. Das heißt, wir brauchen 11 Holz. 11. Das sollten wir doch hinkriegen. Wenn die Axt durchhält. Das ist die Voraussetzung. Okay, hier, let's go. So, das sind wahrscheinlich 4. Da sind wir wahrscheinlich dann 8. Und wenn wir hier nochmal 3 kriegen, wobei jetzt auch ein Ahorn, da kriegen wir wahrscheinlich auch 4.
Hör auf, dich müde zu fühlen. Mach hinne hier. So, hier. Zack. Zack. Huch, wollte ich gar nicht. 3, 4. Wo sind die anderen? Nö. Bist du? Nein. Welcher war denn das jetzt? Ich hab doch... Bin ich jetzt blind? Wahrscheinlich schon. Ich hab doch hier noch andere Bäume gefällt. Ich bin doch nicht blöd. Also, doch schon eigentlich, aber hä? Ich weiß nicht, wo die anderen Bäume gelandet sind. Naja gut, dann nehmen wir halt andere. Wir brauchen das Holz. Keine Zeit für... Ach, okay. Das war der andere Baum. Axt erforderlich, natürlich. Leck mich, Mann. Gib mir die Federn hier. Wir brauchen natürlich wieder 2 Steine. Großartig. Gut, dass ich die Steine abgelegt habe. Du bist ein Pilz. Sehr, sehr großes Gnarf, meine Freunde. Sehr, sehr großes Gnarf. Warte mal, bist du ein Stein? Da ist ein Stock. Mann. Hier sieht man gar nichts im Gebälk. Gib mir einen Stein, Mann. Beziehungsweise 2. Da, Stein. Stein, Federn. Toll, ja, Federn nehme ich auch, aber ich brauche trotzdem Steine. Hier ist auch noch Federn. Nee. Noch mehr Federn, toll. Da, Stein, ja. Da ist noch ein Stein, jawohl. Okay, jetzt schnell hier, zack, neue Axt. Alter, ich sag's doch, wir sind bei 31 Minuten, aber ich will diese Hütte in dieser Folge fertig haben. Koste es, was es wolle. Ich will diese Hütte in dieser Folge noch fertig kriegen. Wir müssen. So, hier. Wo ist der Stamm? Da. Gib mir her den Stammbaum. So, und Wegerich auch nochmal nebenbei mitgenommen. Gar kein Problem. So, auch du hier wirst nochmal zerstückelt. Jetzt wird es schwierig mit dem Tragen dann. Da liegt ja auch noch... Oh Gott, das... Ah gut, die brauchen wir glaube ich gerade nicht. Bin mir nicht so sicher. Lauf, lauf um dein Leben, lauf! Oh Gott, das kann 1000 Jahre dauern jetzt. Aber wir müssen unbedingt... Jetzt überlege ich wieder Holz abzulegen. Wie viel haben wir denn dabei? 11 sagte ich, brauchen wir. Wir haben 12. Okay, warte mal. Einen lege ich mal ab. Dann sind wir wenigstens ein bisschen schneller. Und da hinten liegt ja auch noch der eine Baum. Den müssen wir auch noch wegräumen dann. Schnell Bretter draus machen. Schnell Hütte fertigstellen. Damit die Dame das Haus beziehen darf. Oder kann, wie auch immer. Und bei den anderen Dingern hier, da tauschen wir nochmal die Dächer aus, aber noch nicht jetzt. Jetzt müssen wir ja dringend erstmal dieses eine Problem lösen, bevor uns die Dame abhaut. Das wäre sehr schlecht. Es ist so schon schwer genug, überhaupt die Leute hier ranzukriegen. So, komm schon hier. Okay, so und let's go. Puh, alter Schwede, ich sag's dir, du. Dauert zum Glück nur 1000 Jahre, die Sachen jetzt herzustellen. Warum musste ich jetzt auch die extra teure Ziegel wählen, Mann? Hätte doch erstmal die anderen nehmen können, oder? Na gut, Stroh wollte ich gerade sparen, weil davon haben wir gerade echt nicht mehr viel und wir brauchen ab und zu noch was für Fackeln. Und den Flachs können wir halt gerade nicht einpflanzen, weil, naja, früher... Ich hoffe, wir schaffen das rechtzeitig. 16 Bretter haben wir jetzt. Sobald das Haus steht, dann ist cool. Dann können wir den Rest holen und alles ganz entspannt. Aber wir haben Alvin die Hacke nicht gebracht. Ich bin so blöd. Aber gut, ist ja gerade mal die Hälfte des Herbstes. So, jetzt nichts wie rüber hier. Da, Hämmerchen. Oh nein, da haben wir auch fast tot. Können wir noch einen neuen machen? Wir brauchen ein Rundholz dafür. Legge mich, aber hart. So, wo ist das Haus? Wo ist das Haus? Welches war das? Warst du das Haus hier? Nein, du bist nicht das Haus. Du bist das Haus da. Dieses Haus hat sie sich dann noch sehr verdient. So. Hinein mit den Brettern. Nein, Mann! Scheiß Hammer! Ich hasse dich! Wo ist das Holz? Da liegt es. Okay. Ich hatte die Hoffnung, dass es vielleicht noch reichen wird. Schnell noch ein Hammer.
Und ja, wir müssen die Vogelfalle auch wieder aufstellen. Mir gerade so eingefallen. Die müssen wir auch wieder dringend aufstellen. So, 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 so. Okay, Haus fertig. Hier, Management minus 80. Uiuiuiui. Hier, Haus, bitteschön. Und jetzt ist es geschafft. Alter. Boah. Junge, 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 was ein Stress hier. Dann holen wir mal den Rest an Baum da hinten noch. Dann müssen wir eigentlich auch wieder ein bisschen Brennholz herstellen, damit die Leute nicht an unser gutes altes Rundholz rangehen. Ach, Alter, erschreckt mich nie so. Irgendwo müsste hier auch noch eine Fichte rumhängen. Eine, die wir eigentlich abgesäbelt haben, aber welche? Es könnte jede sein. Oder es ist möglicherweise die, die hier schräg steht. Fichtenbaum, bist du vielleicht? Nein. Nehme ich trotzdem mit. Irgendwo hatten wir hier noch eine Fichte angekratzt. Aber ich weiß auch nicht mehr, welche das war. Wo ich noch meinte, die drei nehmen wir noch mit oder so. Du bist es auch nicht. Da steht auch keine Prozentzahl mehr, aber irgendwie so eine Fichte gibt es hier gerade nicht. So. So. Oh, ein Wolf. Ein Wolf weniger. Wir brauchen immer noch den Bären und einen Wiesen, glaube ich. Uiui, was eine lange Folge hier gerade. Leck mich. Nee, mach mal nicht. Schmeckt nicht. Okay. Gehen wir erstmal zurück ins Dorf. Da bringen wir noch die paar Vorräte weg. Inklusive Stöckern. So, dann haben wir jetzt 46 Stöcker wieder. Das ist ganz gut. Dann haben wir wieder ein bisschen Vorrat. Vielleicht können wir hier noch unterwegs noch ein paar Stückchen mitnehmen. Bis auf 50 oder so. Hier haben wir noch einen. Da ist noch einer. Ach komm, einen Stock hast du doch bestimmt noch irgendwo in der Hose. Hm? Steine müssen wir auch mal wieder sammeln gehen. Das machen wir viel zu selten. Und dann fehlen sie nämlich immer. Kein Stock mehr, Mann. Komm schon, einen noch. Für meinen inneren Monk. Okay. Kein Stock für den inneren Monk. Ich habe einen Wolf gehört. Wo ist hier ein Wolf, den ich hier nicht haben möchte? Oder ist es von der Musik? Ich bin mir nicht ganz sicher. Egal, erstmal das Rundholz rein, Stöcker rein, Stroh rein. Pelze haben wir ein paar, Federn kommen drüben hin. Stöcker eigentlich auch. Passt erstmal, passt erstmal. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Diese Folge war jetzt sehr, sehr hektisch, weil wir diese blöde Hütte da bauen mussten. Oder die blöden Hütten sind ja zwei. Wovon einem mir aber sehr gut gefällt. Nämlich die größere hier. Das finde ich sehr, sehr nice, dass wir mal ein größeres Hütchen haben. Aber das Dach da gefällt mir auch sehr gut. Da müssen wir auf jeden Fall hier nochmal, ne, ein bisschen was einreißen und dann nochmal neu bauen. Mit besseren Materialien. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Und Steine kann man ja auch verwenden. Da müssen wir mal gucken, wie das genau funktioniert. Aber jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dabei sein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir unser Dörfchen hier weiterentwickeln können. Und ich hoffe, ja, die beruhigt sich auch wieder sehr schön. Boah, ich sag's euch, ey. Ich sag's euch. Aber hey, wir haben eine Näherei. Wir haben einiges an Fortschritt gemacht jetzt in den letzten Folgen. Ich meine auch in den Kommentaren noch gelesen zu haben, von wegen, ja, bau auf jeden Fall eine Näherei. Die haben wir jetzt. Jetzt brauchen wir nur noch das Flachsgedöns. Und dann können wir das Ding hier auch gut nutzen. Und endlich unseren eigenen Scheiß herstellen. Oder zumindest zum Teil. Dünger können wir jetzt aus verdorbenen Nahrungsmitteln herstellen. Also konnten wir vorher, glaube ich, auch schon, aber wir hatten keine verdorbenen Nahrungsmittel. Die haben wir jetzt zum Glück. Ja, dann würde ich sagen, ja, Däumchen nicht vergessen, ne? Gerne den Channel abonnieren, um nichts zu verpassen. Und natürlich Kommentare wie immer sehr, sehr gern gesehen. Bis dahin erstmal reingehauen und bis zur nächsten Folge dann, ne? Tschüss.